Moin, ihr Lieben. Hier sind Stephanie und Katrin. Heute live. Wir sprechen über die Katzenpsychologie. Katrin, ich bin unheimlich gespannt, was du uns zu erzählen hast. Ich stelle dich einfach mal kurz vor, wenn es dir recht ist. Aber gerne. Katrin ist als Ja, Katrin ist Katzenpsychologin mit Schwerpunkt Angst- und Aggressionsverhalten bei Katzen. Sie hilft Katzenmenschen, die sie Katzenhüter nennt. Finde ich total niedlich. Du musst uns gleich erzählen, wie das dazugekommen ist. Also sie hilft die Hüter der Katzen, das Verhalten ihrer Katzen zu verstehen. Und ihr großes Anliegen ist, die Harmonie zu Hause wiederherzustellen, bis hin zu einem entspannten und stressfreien Alltag. Ihr Motto lautet: Mit mir zum unschlagbaren Mensch-Katze-Team, richtig? Ganz Habe ich genau, das richtig zusammengefasst, Katrin? wunderbar zusammengefasst, Ja, super. genau. Klasse. Möchtest du was hinzufügen, eventuell? Du hast jetzt ja schon ganz viel gesagt. Vielleicht ganz kurz, warum ich so mich auf das Gebiet Angst und Aggression, ich sage mal in Anführungszeichen, eingeschossen habe. Ja, sehr gerne. Das Thema kam tatsächlich zu mir und zwar in Gestalt meiner beiden Katzenjungs. Das war erst Muffin, ein ganz klassischer Angstkater, der im Nachhinein mit einem Lächeln und mit einem Schmunzeln Mr. Undercouch hieß, weil er erstmal für sich entschieden hatte, dass genau dieser Platz der einzig sichere Platz in dieser Welt ist. Und er lebte also wirklich erstmal unterm Sofa. Und das Tierheim, aus dem wir eben ihn hatten, die hatten auch gesagt, eine Kuschelkatze wird das nie. Und wir haben immer gesagt, es ist völlig okay. Der muss nicht irgendwie werden und irgendwie sein. Wir würden uns nur wünschen, dass er irgendwann weiß, dass er ein sicheres Zuhause hat, wo er geliebt wird, egal wie er ist. So wie er gerade ist, ist alles gut. Und aus Mr. Undercouch wurde irgendwann die Klebekatze. Klebekatze, weil sie wirklich, ja, er klebte permanent schnurrend an uns. Also es gab dann, bis er über die Regenbogenbrücke ging, nur noch Bilder, wo er auf uns lag, bei uns lag und einfach sich um 180 Grad gedreht hat. Das war das Thema Angst, das das Leben mir gebracht hat. Und im September 2018 haben wir Esteban aus Spanien adoptiert. Und Esteban hatte zu Beginn ein winzig kleines Kommunikationsproblem. Okay. Und das tat am Anfang auch tatsächlich richtig weh. Also der hat gebissen und gekratzt. Okay. Mein Mann hat ganz am Anfang mal sehr resolut gesagt, also mit dem Gesicht gehe ich an diese Katze nicht nah dran. Und diese Katze schläft heute auf einem kleinen Kissen zwischen unseren Köpfen jede Nacht in unserem Bett. Wow. Denn das Problem, das Esteban hatte, das ist wohl immer noch da, aber mit viel Geduld und nicht nachtragend sein, haben wir es geschafft, ihn zu lesen und haben es auch geschafft, ihm zu vermitteln, dass wir seine Grenzen respektieren. Und das macht ein Zusammenleben deutlich einfacher. Und so sind diese beiden Themen zu mir gekommen. Verstehe ich. Ja, das ist echt spannend. Bevor wir noch richtig in die Materie reingehen, ich würde sagen, es sind zwei Fragen gekommen per E-Mail. Und die erste Frage, also beide gehören irgendwie zusammen von zwei verschiedenen Damen. Die erste Frage kommt von Gabriele und sie lautet: Was versteht man unter Katzenpsychologie?
Und zwar habe ich mir gedacht, ja, jeder kennt das, wenn man zum Psychotherapeuten geht, er stellt Fragen, man erzählt, er macht sich Notizen, er lässt uns reden, sagt ab und zu was Schlaues dazu und im besten Fall ist der Mensch irgendwann nach Jahren wieder seelisch gesund. So, aber wie ist das mit Katzen? Sie können nicht erzählen, wo der Schuh drückt. Wie gehst du denn da vor? Und die Frage, die dazu passt, das war von Anja. Anja möchte wissen, ob es über die Ferne wie bei der Tierkommunikation läuft oder ob du vor Ort sein musst, also zu den Leuten in die Katzenhaushalte fährst. Mhm. Was zu diesen zwei Fragen was sagen? Ja, genau. Zur ersten. Also tatsächlich ist das eine richtig gute Frage und ganz viele Berufskolleginnen, die also auch dieses Studium der Tierpsychologie mit Schwerpunkt Katze absolviert haben, sprechen einfach von der Katzenverhaltensberatung. Und das trifft es eigentlich auch ziemlich genau. Okay. Psychologie mit Sicherheit deshalb, weil wir uns in diesem Studium natürlich mit der Psyche der Katze, aber natürlich auch mit ihrem Verhalten, mit ihrem arteigenen Verhalten und ihrer arteigenen Kommunikation beschäftigen. Aber tatsächlich der Ausdruck Verhaltensberatung trifft es eigentlich ziemlich gut. Also wir beraten die Hüter, die Menschen hinter den Katzen, erklären, woher das Verhalten, das gerade für Disharmonien und Stress sorgt, woher das Verhalten kommt. Und wir helfen quasi, die Trigger, die Auslöser zu finden und dann entsprechende Lösungen zu finden. Sei es im Revier, Stichwort Unsauberkeit, dass man nochmal das Toilettenmanagement sich anschaut, oder sei es auch das Verhalten miteinander. Also manchmal geht es auch wirklich einfach darum, den Hütern so ein bisschen zu erklären, wie man höflich miteinander umgehen kann. Ja, in Katzensprache, ne? Ja, und Katzen kommunizieren so unglaublich viel, ja, und so unglaublich leise. Und wir Menschen sind diese ganz leise und feine Kommunikation gar nicht gewöhnt. Aber mal ganz ehrlich, das geht mit Hunden und Pferden genauso, ja, dass die Menschen so nicht lesen können. Also ja, das ist nicht nur bei Katzen. Und ich erlebe es dann ganz oft in der Beratung, wenn man dann, das ist wie eine Tür, die du aufstößt. Wenn der Hüter, ich sage mal immer, so ein bisschen Blut geleckt hat, also wenn er so anfängt, diese Mikroimpressionen am Katzenohr, im Katzenschwanz, in der Haltung, wenn er die anfängt zu erkennen und für sich übersetzen zu können, dann sind es unglaubliche Erfolge. Und das beflügelt. Und dann erlebe ich diese Hüter so feinfühlig und so sensitiv. Und dann verändert sich einfach das komplette Miteinander. Und dann sind wir so ganz schnell, und daher kommt einfach auch der Slogan, dann sind wir so ganz schnell auf dem Weg zum unschlagbaren Team. Ja, 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 klasse. Ja, genau. Das hört sich super an, wie Magie. Ja, wenn man ein bisschen bewusst wird über bestimmte Dinge, ein bisschen wach wird seinen Tieren gegenüber, gerade Katzen. Also bei Katzen habe ich auch oft so, das Gesicht ist so, die erzählen so viel. Weißt du, mir springt das ins Gesicht, wenn ich so eine Katze angucke, wie sie guckt. Ja. Diese feinen, so wie du sagtest, diese Mikrobewegung, und da weiß ich sofort, wo ich dran bin irgendwie. Ne? Ja, ja. Echt witzig. Ich finde es auch unglaublich faszinierend, die Fibrissen, die Tasthaare, sagen auch so ganz viel aus. Ja, ja. Und ich habe hier vier Katzen und ich habe eben einen Jungen mit dabei. Wenn ich dem ein Leckerchen hinhalte, so auf einen Meter Distanz, da ist so echt so Schnurrhaare nach vorne und dann kommt erst die Katze.
Und ich finde das so niedlich, weil eben wirklich so diese Schnurrhaare eigentlich schon ganz früh zeigen, wow, lecker. Es sind Kleinigkeiten. Aber wenn man die wirklich lesen lernt und dann in so ein Verständnis kommt, ist einfach großartig. Es ist einfach großartig. Und du hast recht, ich empfinde es tatsächlich auch als magisch, wenn man sich über die Grenzen dessen, dass wir zwei unterschiedliche Lebewesen sind, wenn man sich über diese Grenze hinweg verständigen kann, sei es bei dir durch die Tierkommunikation oder eben bei mir dadurch, dass man die Körpersprache lesen lernt, das ist magisch. Ja. Es ist und es bleibt magisch. Ja. Genau. Und die zweite Frage, die ist tatsächlich sehr gut. Seit Corona findet ja irgendwie alles online statt. ich habe aber tatsächlich auch vorher meine Beratung online angeboten. Es ist, für manche war das am Anfang so ein bisschen, geht das wirklich? Ja, die das anders kannten, vielleicht von deinen Stammkunden oder so, ne? Genau, also wie gesagt, ich habe es von Anfang an online angeboten und es war dann wirklich so, dass dann auch Kollegen so, geht das wirklich? Ja, es geht und es geht richtig toll. Denn, sind wir mal ganz ehrlich, wir Verhaltensberater, Katzenpsychologen, wir kommen nie in eine Wohnung und die Katze präsentiert das Verhalten, weshalb wir kontaktiert werden. Im günstigsten Fall sehen wir die Katze gar nicht. Das kann dir passieren. Ja. Und wir sind heutzutage alle hier mit unseren, das hat die gleiche Farbe wie mein Hintergrund, wir sind alle mit unseren Handys, mit unseren Smartphones so gut ausgestattet. Wir können Videos drehen, wir können Fotos machen. Und ich mache es tatsächlich, wir haben uns jetzt hier bei Zoom getroffen. Ich mache die Online-Beratung über Zoom und die Leute können mir ihre Videos, ihre Fotos, wie auch immer, per Messenger, per WhatsApp, per E-Mail zuschicken. Auch Wohnungsgrundrisse, wo sie mir Toiletten einzeichnen und so weiter. Das geht alles ohne Probleme heute digital. Und so ist es tatsächlich möglich, auch einfach zu beraten, wenn es nicht direkt in der Nähe ist, was nicht heißt, dass ich mich, sofern es die Regeln zulassen, auch riesig freue, wenn ich tatsächlich meine Klienten, die Vierbeinigen und die Zweibeinigen, auch tatsächlich live treffe. Ja, klar. Und es ist jetzt echt lange her, die letzte Live-Beratung vor Ort war im September, also echt richtig lange her. Aber es ist einfach schon schön, wenn man wirklich dem Menschen direkt gegenüber sitzen kann. Aber wie gesagt, die Beratung online ist qualitativ ohne Abstriche möglich. Deshalb ist es bei mir auch tatsächlich so, dass es keinen Preisunterschied gibt. Also egal, ob online oder offline, die Beratungstätigkeit kostet dasselbe. Online ist insofern etwas günstiger, weil im Zweifelsfall die Anfahrt nicht berechnet wird. Ja, okay. Aber das ist das Einzige, einfach weil ich hinter dem Konzept Online-Beratung auch wirklich stehe. Ich stehe so dahinter, dass ich wirklich sage, es hat die gleiche Qualität und dann darf es auch den gleichen Preis haben. Ja, sicher. Das sehe ich genauso. Bei der Tierkommunikation ist es nicht anders. Das klappt genauso gut. Genau. Ja. Genau. Und ich glaube, da darf man dann auch wirklich einfach ganz entspannt und selbstbewusst sein und darf einfach sagen, wenn die Qualität gleich ist, darf auch der Preis gleich sein. Ja, genau. Sag mal, eine andere Frage kam und das hieß, wie läuft so eine Beratung bei dir ab? Angenommen, ich habe ein Problem mit meiner Katze. Was passiert? Soll ich anrufen? Soll ich eine E-Mail schicken? Telefonieren wir oder treffen wir uns auf Zoom? Soll ich dir ein Video von dem Verhalten schicken meiner Katze und so weiter? Wie läuft sowas ab, wenn ich so ein Problem habe?
Genau, am allereffektivsten tatsächlich über meine Homepage. Dort kannst du über den Reiter Erstgespräch ein 30-minütiges kostenloses Gespräch mit mir buchen. Das läuft dann entweder, also wie man es möchte, es läuft entweder über Zoom, dann sieht man sich auch, oder wenn einem das lieber ist, über Telefon. In der Bestätigungsmail für den Termin hast du dann auch immer schon die Möglichkeit, dein Problem zu schildern, so dass ich dann auch schon mal so ein bisschen weiß, in welche Richtung es geht. Genau, und dann machen wir dieses unverbindlich, also ganz wichtig, es ist nicht nur kostenlos, es ist auch unverbindlich und zwar für beide Seiten unverbindlich. Wer mich kennt, wer mir folgt, weiß, dass ich so eine ein bisschen sehr spezielle Ausrichtung habe, dass ich einfach sage, ich arbeite bindungsorientiert mit Hüter und Katze. Und in diesem unverbindlichen Gespräch erkläre ich, was ich an Möglichkeiten sehe, was so die möglichen Schritte für das Team wären. Und dann haben beide Seiten auch die Möglichkeit zu überlegen, passt es, passt das Bauchgefühl, weil manchmal ist man sich einfach nicht sympathisch und dann ist es völlig legitim, auch wenn die Hüter zu mir sagen, ich finde zwar total toll, was du auf Facebook machst, aber jetzt so im persönlichen Gespräch eine Beratung passt nicht. Super. Gerne, dass ich dann auch eine Kollegin empfehle, mit der ich ein gutes Bauchgefühl habe. Und wenn es zusammenpasst, dann schau mal vom Beratungsumfang her, sagt man, man macht erstmal nur eine Beratung und guckt dann, wie es weitergeht. Sagt man, man möchte gleich drei Beratungen buchen. Also da habe ich unterschiedliche Beratungspackages, die werden dann ganz entspannt und unkompliziert über Elopage gebucht. Das mag ich deshalb, weil das tatsächlich einfach ein seriöser, unkomplizierter Zahlungsanbieter ist. In dem Moment, in dem es bezahlt ist, kriege ich die Info. Der gezahlt hat, kriegt die Rechnung. Und dann kann man wirklich starten. Und dann geht es auch wirklich damit los, dass ich sage, schick mir Fotos, schick mir Videos. Erzähl mir nochmal ganz ausführlich, was ist so das, wo es bei euch drückt, seit wann drückt es, wie drückt es. Das Also ist du dann willst die, alles wissen. ich will alles wissen. Am besten alles Je sehen. mehr, umso besser. Ja, klar. Das ist dann so die Vorarbeit, die ich mache. Also so eine sogenannte Anamnese praktisch, ne? Genau, Ja. ja. Und dann treffen wir uns nochmal bei Zoom. Zur Beratung. Und du hast ja eben schon gesagt, du willst alles wissen. Ja, genau. Ja. Und deshalb sind meine Beratungspakete auch nicht zeitlimitiert. Also du buchst bei mir nicht eine Beratung von 60 oder 90 Minuten, sondern du buchst bei mir eine Beratung. Wenn wir nach 45 Minuten an dem Punkt sind, an dem wir sagen, super, alles durchgesprochen, beide Seiten sind happy, dann ist es da beendet. Wenn du nach 85 Minuten sagst, Mensch, das ist noch so ein Punkt, wäre mir jetzt gar nicht mehr eingefallen, dann reden wir da auch gerne noch mal eine halbe Stunde oder 40 Minuten drüber. Die Beratung ist nicht zeitlimitiert. Das Ja. ist mir deshalb so wichtig. Wir hatten uns ja schon mal drüber unterhalten. Ich komme ursprünglich aus der Pädagogik. Ich bin ausgebildete Erzieherin und ich weiß einfach, dass manchmal Gespräche nicht besser werden, wenn man sie zeitlich limitiert. Ja. Manchmal muss man dem Gespräch die Zeit geben und man muss dem Gegenüber die Zeit geben. Und ich kenne das von mir selber, wenn ich irgendwo 60 Minuten bezahle und mir fällt in der 58. Minute was ein. Dann sage ich es vielleicht nicht mehr, weil ich habe ja einen Preis, mit dem ich kalkuliert habe. Und wenn ich aber jetzt doch nochmal ein Thema anschneide, dann kostet es mich wieder mehr. Und um das einfach auszuschalten und einfach zu sagen,
wir machen eine Beratung, egal wie lange die dauert. Das ist leistungsorientiert, kann man fast sagen, ne, bei dir. Ja, einfach, also das macht tatsächlich die berufliche Vorbildung, dass ich so für mich gesagt habe, es bringt mir nichts, Zeit gegen Geld zu tauschen, sondern ich muss diesen Raum schaffen, in dem sich der Hüter gut fühlen kann, und ich muss diesen Raum schaffen, in dem Platz und Zeit und Möglichkeit ist, alles anzusprechen, ohne dass ich auf die Uhr schaue. Ohne Druck. Im Grunde genommen, du nimmst dir dadurch den Druck, der entstehen würde, wenn du auf die Uhr gucken müsstest, so, die Stunde ist jetzt vorbei, muss jetzt Schluss sein, aber du weißt, es gibt noch einen kleinen Rattenschwanz, der noch nicht angesprochen wurde, sozusagen. Ne? Und manchmal, es sind ja auch tatsächlich manchmal schwere Themen und Themen, die schon lange eine Last sind. Also, ja, ich glaube, wenn zum Beispiel eine Katze markiert, das ist auch wieder eine Frage, die gekommen ist, was soll ich tun, wenn meine Katze ihr Katzenklo nicht mehr benutzt und die ganze Wohnung da beglückt? Wenn sowas passiert, rufen sie dich nicht nach zweimal an, sondern wahrscheinlich eher nach Monaten oder gar Jahren an. Ne? Ja. Richtig? Genau. Ja. Ja, und es ist dann einfach, da ist oft ganz viel Leidensdruck und manchmal muss man dann auch weinen, und es ist dann so wichtig, dass man auch diesen Raum hat, ja, dass die Gefühle einfach ihren Platz haben. Und dann weint man auch mal 10 Minuten und es kostet dich trotzdem nicht 10 Euro mehr. Ja. Und ich fahre gut damit, ich fühle mich gut damit, ich bin glücklich damit, so zu beraten und das so konzipiert zu haben. Ja, wie gesagt, ich mache nicht alles so wie andere, aber ich mache es so, wie sich es für mich stimmig anfühlt. Ja, ja. Ja, das ist wichtig, ne? Das ist ganz wichtig. Ich wollte jetzt mal ganz kurz, wir haben einige Zuschauer, hallo Barbara und Sabrina und Elke, hallo Sarah, Annette ist da, Marie ist da, Silke ist da. Mensch, das ist ja toll. Wenn ihr Fragen habt, nutzt das aus und schreibt das in die Kommentare. Auch wenn du in der Aufzeichnung das Video anguckst, kannst du nachträglich Fragen stellen in die Kommentare und wir beantworten das auf jeden Fall noch. Aber wenn ihr dabei seid, ihr Lieben, dann nutzt die Gelegenheit aus und schreibt die Kommentare jetzt, eure Fragen. Wir gehen gleich darauf ein. Genau, also ja. wenn ihr jetzt Fragen habt, total gerne raus damit, und eben genau wie Stefanie sagt, wenn ihr die Aufzeichnung euch anschaut jetzt über die Ostertage und ihr habt noch eine Frage, stellt sie, und falls es funktioniert, Facebook mag das nicht immer, aber falls es funktioniert, taggt mich, also mit einem Ad und dann mich hinten dran, dann kriege ich nämlich eine Benachrichtigung, dass ihr was kommentiert habt, und genau, dann beantworte ich die Frage total gerne. Und ich darf jetzt einfach mal sagen, ich bin total glücklich, denn ich bin nicht alleine bei dir auf der Seite. Die Sabrina und die Barbara sind zwei ganz wunderbare Mitglieder in meiner Membership. Und jetzt fühle ich mich doch gleich ganz, ganz wunderbar unterstützt. Muschelig, wie man so schön sagt hier oben. Ja. Sehr schön. Ja, das ist ja toll. Klasse. Genau. Ja, und wir sind auch gleichzeitig live in meiner Tierkommunikationsgruppe. Insofern sind da auch noch einige, die zuschauen, die du jetzt nicht sehen kannst. Aber ja, ich beobachte, ob da Fragen sind, und dann melde ich mich zwischendurch, wenn was kommt. Ich sehe nämlich auch gerade die Elke. Das ist definitiv eine deiner Followerinnen. Hat eine Frage geschickt. Soll ich dir das vorlesen? Ich sehe es. Okay. Annette hat auch eine Frage. Okay.
Ich lese schon mal die Frage von Elke. Elke schreibt, ich habe 4 Katzen, ein Geschwisterpärchen, die 1,5 Jahre alt sind und mein Katterchen hat plötzlich seit der Kastration Angst, wenn Besuch kommt und verzieht sich, sobald der Besuch wieder weg ist, kommt er wieder raus und ist ganz normal. Hast du da schon Erfahrung, liebe Katrin? Kannst du was dazu sagen? Also es kann einfach tatsächlich sein, dass die Kastration, also so diese Erfahrung mit dem Tierarzt, mit den Tierarzthelfern, für den Kater einfach ein Erlebnis war, auf das er, ja, ich will jetzt nicht sagen, mit einem Trauma reagiert hat, aber das ihm einfach bewusst gemacht hat, dass nicht jeder Mensch immer ihm so ganz wohlgesonnen ist. Ja, ist einfach eine Tatsache. Also Gesundheit. Da möchte jemand Hallo sagen. Ist zwar keine Katze, aber tut mir leid für die Nein. Störung. Nein, nicht dafür. Das ist doch total wichtig. Ja. Genau, also es kann eben schon sein, dass er da den Schreck von dieser ganzen Thematik, dass er das jetzt einfach generell mit Fremden verbindet. Ich weiß jetzt nicht, vielleicht mag die Elke nochmal reinschreiben, wie lang die Kastration zurückliegt. Ja, also, das wäre ganz gut. Ja. Ob es noch recht frisch ist. Ja. Und in der Zwischenzeit... Ich kann die Frage von Annette vorlesen. Annette sagt, wir haben einen knapp 2-jährigen Kater, Lukas, der als Baby in 5-köpfige Rudel, 3 junge Kater, 2 Senioren gekommen ist. Er stammt wahrscheinlich von Vermehrern und wurde nach einer kurzen Zeit im Tierheim abgegeben, da er zu wild sei. Er ist zunächst recht aggressiv und distanzlos zu den vorhandenen Katzen gewesen. Vor allem der alte Kater des Rudels hat ihn mehrfach zurechtgewiesen und es klappt super mittlerweile. Aber im Gegensatz zu allen anderen darf er nicht raus, da er alle fremden Katzen aufs Brutalste bis aufs Blut angreift. Was kann das nur für einen Hintergrund haben? Hast du da eine Idee? Das ist ein sehr selbstbewusster junger Mann, der sein Revier sehr, sehr klar verteidigt. Ich weiß jetzt nicht, aus dem Text geht nicht hervor, ob er kastriert ist. Wenn er aus dem Tierheim kommt oder aus dem Tierschutz, das ist mit größter Wahrscheinlichkeit. Ne? Er ist kastriert, schreibt Annette. Weil also tatsächlich manchmal werden sie deutlich ruhiger mit einer Kastration. Das ist aber keine Garantie. Und er ist einfach wirklich definitiv ein sehr, sehr selbstbewusster Kater, der einfach sein Revier verteidigt. Und so leid es mir tut, man kann da nicht wirklich viel machen. Also das, ja, das ist tatsächlich einfach Charakterfrage und ja, also der Hintergrund ist tatsächlich, dass er fühlt sich wie King Louis und macht das sehr, sehr deutlich. Ja. Vielleicht würde da ein Tiergespräch Abhilfe schaffen. Meinst du das? Ja, manchmal. Meinst du, dass die einzige Lösung ist, dass er ein neues Zuhause bekommt? Oder was kann man machen? Weil die anderen vorhandenen Katzen müssen schon beschützt werden, oder? Also das ja im Rudel selber, also mit den Katzen, mit Annette, also, oder habe ich dich jetzt falsch verstanden, Annette? Wenn ich es richtig interpretiere, klappt es bei euch gut? Es sind die fremden Katzen, die er, ja genau, sitzt im Gehege und belauert die Fremden, ja. Also wäre das wirklich in der Gruppe, dann wäre tatsächlich nachzudenken, die Katze umzuplatzieren.
da er aber in seiner Stammgruppe glücklich und zufrieden ist. Ja, nachdem der alte Kater ihn ein paar Mal zurechtgewiesen hat, schreibt Annette. Ja, genau. Weil vorher ging das ja nicht so. Ja, genau. Was du eventuell machen kannst am Gehege, mit so Bambusmatten ein bisschen einen Sichtschutz, wenn das möglich ist. Weil, also er wird sich halt auch, bin ich mir ziemlich sicher, wahnsinnig aufregen, wenn er andere sieht. Ne? Also wenn du sagst, der belauert die richtig, das ist für den nicht nur lustig. Ne? Also der hat da ja dann auch Stress. Also der sitzt da im Gehege, unser Ben hat ihn verprügelt. Ja. Also Lukas sitzt da im Gehege und ist quasi immer unter Höchstspannung, ja. Wer kommt jetzt wieder vorbei? Wer will jetzt wieder ins Gehege? Ich rieche doch, dass da andere sind. Also im Zweifel könnte solche Bambus- oder Bastmatten, die so ein bisschen Sichtschutz am Gehege bieten, ihm eine Möglichkeit geben, sich runterzukochen ein bisschen. Aber ansonsten, also klar, ein Tiergespräch könnte eventuell ihm helfen. Ja, eine Garantie gibt es nie, also das ist klar. Ja. Marie schreibt, ich denke, er hat in seinem Leben sich durchkämpfen müssen, bei den Vermehrern oder auch im Tierheim, ja klar. Also das kann natürlich da auch eine Rolle spielen. Ja. Wenn man so überlegt, er ist ja im Tierheim abgegeben worden, weil er zu wild war. Mhm. Also ich vermute halt tatsächlich wirklich, das ist ein gestandener Kater. So richtig selbstbewusst und ja, der hat da einfach so ganz klare Vorstellungen, sein Revier. Ja, kann man so sagen. Hat die Elke noch was geschrieben? Ja, genau. 2020 kastriert. Ja. Charlie wurde im Frühjahr 2020 kastriert und durch Corona kommt natürlich auch so gut wie niemand mehr zu Besuch, während er sonst immer zu jedem Besuch hin ist und gekrault werden wollte. Und selbst bei meiner Freundin, die er vom ersten Tag an kennt, verschwindet er auf den Schrank rauf. Okay. Ja. Also es ist natürlich, ja, wie du sagst, ne, so im Frühjahr 2020 bedeutet natürlich, also jetzt so aus Katzensicht, je weniger häufig Besuch da ist, desto außergewöhnlicher ist das. Und wenn man so ein bisschen sensibler ist als Katzenpersönlichkeit, ist man da auch wirklich schneller dann einfach in so einer Unsicherheit. Was ihr machen könnt, um ihm einfach zu helfen, ihn nicht bedrängen, das auf gar keinen Fall, aber wenn dann wieder Besuch da ist, ich bin großer Verfechter des Prinzips Kekse am Mann. Das ist gut gesagt, gut ausgedrückt. Das muss ich mir merken. Also Liebe geht bei ganz vielen, nicht bei allen Katzen, aber bei ganz vielen Katzen durch den Magen. Je nach Leckerlis-Worte, ne? Ja, ja. Also da wäre ich auch, dass ich sage, Elke organisiert da die Top 100 Leckerchen-Serie dieses Katers. Notfall selbst backen. Genau, genau. Und dann wirklich dem Besucher Leckerchen mitgeben, aber der soll nicht auf die Katze zugehen. Ja, also wirklich gemütlich irgendwo hinsetzen, Kaffee trinken, unterhalten. Und dann kann man so in Richtung der Katze mal ein, zwei Kekse schubsen. Zufällig fallen lassen. Genau. Vielleicht ist es so, dass er es wieder toll finden kann.
Vielleicht ist es einfach auch wirklich so, dass er sagt, Besuch, das ist mir alles zu aufregend. Ich gehe auf meinen Schrank und da fühle ich mich wohl, da geht es mir gut und ich bleibe auf dem Schrank. Solange er da keinen Stress mit hat, sondern einfach für sich sagt, auf dem Schrank ist der Platz, auf dem ich mich wohlfühle, sehe ich jetzt auch kein Riesenproblem. Also wir haben hier einen Kater, der begrüßt jeden. Und wenn die Handwerker kommen, ist sein Lieblingsplatz in der Kiste des Handwerkers und er lässt sich so durch die Bude tragen. Und wir haben einen, da klingelt es und dann sitzt der im Schlafzimmer, weil er einfach weiß, Schlafzimmer, das ist hier einfach der Da Safe kommt Place. keiner rein. Genau, das ist also wirklich. Auch von uns so initiiert, das Schlafzimmer ist der Safe Place, genau da sollen sie sich hin zurückziehen, wenn es ihnen zu viel wird. Der findet es komplett scheiße, wenn hier Fremde reinkommen. Und wie gesagt, es klingelt und er geht und er ist da auch völlig klar mit und er kommt sofort wieder raus, wenn die Tür sich wieder schließt. Genau. Und ja, der andere ist halt, also der total peinlich. Der zeigt Besuchern auch, wo bei uns die Leckerchen verwahrt werden. Ich Er finde es nicht zeigt peinlich, ihnen ich finde es total intelligent und voll süß. das auch mit großem Nachdruck. Schmerzhaften Nachdruck oder wie meinst Nein, 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 er ist sehr gesprächig. Er Ah, okay. sitzt dann da und quatscht denen echt eine Frikadelle ans Ohr. Und die sind da auch immer so: Was hat er denn? Was sagt er denn? Und so. Ja, der sagt ihnen, dass in der Schublade die Kekse sind. So. Dann immer so, die kriegen aber schon auch Essen von uns. Also es ist nicht so, dass die nur. Ja, aber der ist halt genau 180 Grad das Gegenteil. Ne? Der findet Ja. Besuch toll. Der ist auch der festen Überzeugung, dass jeder Mensch sein Freund ist und einfach nur da ist, um ihm Kekse zu geben und ihn zu bewundern. Ja. Und der andere ist halt so, ja, Kekse von dir, Mama. Und zwar erst, wenn der Besuch weg ist. Vorher habe ich auch gar keinen Appetit auf Kekse. Das. Ja, ich will meine Ruhe haben. Genau. Ja, Annette hatte jetzt noch gefragt, ob man noch mal ein Tier dazu nehmen kann. Kann ich tatsächlich pauschal so nicht beantworten. Es kann sein, wenn man das Tier gut wählt, also so, dass es gut in die Gruppe passt. Und ich vermute, Annette, dein Hintergrund ist da, weil die anderen Freigänger sein dürfen und er quasi alleine im Haus zurückbleiben muss, ob es für ihn Sinn macht, einen Spielfreund quasi in die Gruppe zu holen. Das kann funktionieren, wenn dieser Spielfreund sehr, sehr sorgfältig ausgewählt ist. Und wenn man die Katzen sehr, sehr gut und kleinschrittig vergesellschaftet. Es ist aber immer ein Risiko, weil der Kater, so wie du ihn schilderst, sehr, sehr territorial ist und sein Revier sehr stark verteidigt. Und da ist dann so die Frage, ist es für ihn ein Zugewinn, wenn man noch mal eine Katze dazu nimmt? Oder wäre es für ihn wirklich einfach ein Eindringling und ein rotes Tuch, auf das er immer negativ reagiert? Was mir aber in dem Kontext immer ganz, ganz wichtig ist, ihr könnt das Verhalten der Katzen draußen im Freigang oder mit fremden Katzen, die über den Balkon laufen oder wie auch immer, daran könnt ihr nicht festmachen, ob eine Katze sozial verträglich ist. Denn das sind zwei riesig groß unterschiedliche Dinge. Ob ich zwei Katzen gut und clever auswähle, die wirklich vom Charakter schön zusammenpassen, die ein gutes Team sein können und die ich dann auch langsam gemeinsam vergesellschafte. Oder ob es einfach so ist, dass ich drin auf der Fensterbank sehe,
wie der dicke rot-weiße Kater vom Nachbarn über meinen Rasen latscht und dann vielleicht noch so dreist ist, am Gartenstuhl von meiner Hüterin zu markieren. Dass ich auf den Prass habe und dass ich den mal generell irgendwie doof finde, sagt noch nicht, ob ich generell alle Katzen doof finde. Ja, Katzen. Elke schreibt, Dankeschön für die Info. Ja, sehr gerne, liebe Elke. Das hat sich übrigens eben angehört, halt, als hättest du über meinen Charlie und meinen Gypsy gesprochen. Der ist auch so ein Kandidat, der weiß, wo die Leckerlis sind und zeigt das jedem, weil er ja nie was abkriegt. Genau. Genau. Du bist gemein, der arme Kater. Ich würde sagen, fast typisch Katze, ne? Die wissen, wie sie uns manipulieren. Sie haben uns gut dressiert und abgerichtet. Total. Total. Total, ja. Es geht. Genau, Annette, es ist ein Risiko. Es ist ein Risiko. Und da würde ich wirklich so in die Waagschale werfen, wie geht es dem Lukas? Also hast du den Eindruck, dadurch, dass die anderen Freigänger sind, ist er zu Hause eher einsam? Dann könnte man vielleicht wirklich überlegen, ob es das Risiko wert ist, wenn man kleinschrittig vergesellschaftet. Oder ist es eigentlich so, dass du sagst, ach, naja, also er macht nicht den Eindruck, dass er unglücklich ist. Und wenn die anderen von ihrem Spaziergang heimkommen, hat er ja auch Ansprache. Dann wäre mir, glaube ich, das Risiko zu hoch. Also da würde ich wirklich nochmal gucken, wie geht's Lukas? Wenn es ihm so, wie es ist, gut geht, ja, wäre mir das Risiko echt hoch. Wenn du sagst, ich glaube, er ist eigentlich schon irgendwie unausgelastet und nicht ganz so glücklich, weil er der Einzige ist, der zu Hause bleiben muss, dann könnte man nochmal gucken, was ist er für ein Charakter, was bräuchte er für einen Kumpel, der gut mit reinpassen würde. Ja, da muss man wirklich aufpassen, um das, was vorhanden ist, dann nicht kaputt zu machen. Genau, genau. Ja, ist nicht einfach und dieses Beobachten ist ganz, ganz wichtig, habe ich jetzt herausgehört, dass man die Tiere wirklich sehr gut beobachten sollte, um herauszufinden, wie ist das? Na, was ist das für eine Wut? Ist es die Wut auf dem Nachbarkater, der hier markiert in meinem Revier, oder ist das die Wut alleine da im Haus eingesperrt zu sein oder wie auch immer? Es ist nicht einfach. Nee, und es ist wirklich, es ist ganz oft einfach so ein, ja, wie ein Puzzle. Und viele, viele einzelne Teilchen ergeben am Ende ein großes Bild. Ja. Und manchmal sind es ganz kleine Stellschrauben, die wir drehen können, die aber für die Katze ein riesen Life-Changer sind. Also ich habe ein so schönes Beispiel, weil das wirklich, es war eine Kleinigkeit und es hat aber für diesen Kater so vieles verändert. Sabrina ist ja auch da und ich weiß von Sabrina, dass ich ihre Geschichte von Petro und Filou auch öffentlich machen darf. Das machst du spannend jetzt. Jetzt muss ich wieder überlegen, ob es der Petro oder der Filou war, aber einer der beiden hatte schlechte Laune, wenn Sabrina arbeiten war. Und quasi, wenn sie heimkam, hat sich das dann entladen, und zwar in einem Konflikt mit dem eigentlich befreundeten Katerchen. Und wir haben es dann so gemacht, dass wir gesagt haben, wir etablieren ein Begrüßungsritual. Und haben dann aber gesagt, und es muss so klein sein, dieses Ritual, dass es auch wirklich für die Hüter gut umsetzbar ist, wenn der Tag anstrengend war. Also du meinst zeitlich kurz, oder wie? Zeitlich und auch einfach so vom persönlichen Einbringen
her. Okay. Weil es bringt Pedro, danke Sabrina. Pedro war frustriert und Filou musste es aushalten. es bringt ja nichts, wenn ich der Sabrina ein Ritual aufoktroyiere, was total ihre Konzentration benötigt und 20 ja, Minuten dauert. Weil du kommst einfach, ich kenne das ja auch, logisch, einfach manchmal von der Arbeit nach Hause und du möchtest erstmal nur durchatmen. Ja. Wir haben dann gesagt, wir machen das ganz kleine Ritual. Immer wenn sie heimkommt, gibt es eins der über mega geilsten Leckerchen, das Pedro über alles liebt. Das ist ein winzig kleines Ritual. Aber das ist eine geniale Idee. Und vor allem für den Pedro hat es einfach seine Sicht der Dinge verändert, weil er musste dann nicht mehr den ganzen Tag den Frust schieben, dass die Hüterin aus dem Haus ist, sondern er war so den ganzen Tag in so einer angenehmen Vorfreude, weil er ja genau wusste, Moment mal, wenn die geht, irgendwann kommt sie und wenn sie kommt, kriege ich einen Keks. Ja, genau. Und er war fokussiert auf den Keks und nicht mehr auf den Kampf mit seinem Freund. Und es hat für ihn einfach das Grundgefühl des Tages verändert. Ne? Es ja. war nicht mehr dieses, jetzt ist sie weg. Kommt sie wieder? Wann kommt sie wieder? Ja. Und dann eben das, was sich dann so mit dem Kumpel entladen hat, sondern es war wirklich so dieses Kekse. Wenn sie geht, kommt sie wieder. Und wenn sie kommt, gibt's Kekse. Und das ist eben, und das ist auch das, was mir so wichtig ist, wenn wir eben drüber sprechen, dass wir den Katzen ein schönes Leben ermöglichen und dass wir auf die Bedürfnisse der Katzen eingehen. Alles richtig, alles wichtig, aber wir müssen immer Wege finden, die für beide Seiten gut machbar sind. Ja. Und das ist auch eben, wie gesagt, Rituale können nur dann gute Rituale sein, wenn der Mensch sagt, das kann ich verbindlich umsetzen. Ja, das ist wichtig. Etwas Einfaches in der Handhabung und zeitlich auch kurz. Ja, was so ein Keks verändern kann, ne? Das ist ja Hammer. Aber also ich meine, da ne, bin ich ja genauso. Ein Keks verändert manchmal die Welt. Ja. War vorher wir haben jetzt noch eine Frage von Sarah. Sarah fragt, ist es normal, wenn meine Katze mit mir andauernd redet? Jein. Kommt drauf an, was sie sagt, würde ich sagen. Genau, also es kommt tatsächlich drauf an, ob du jetzt sagst, das macht die noch nicht lange. Und das ist ein neues Verhalten und ein sehr beunruhigendes Verhalten im Sinne von, hat plötzlich angefangen und sie quakt den ganzen Tag und ich weiß gar nicht, was los ist. Oder ob du sagst, naja, eigentlich kenne ich meine Katze als Labertasche. Weil, also wie gesagt, ich habe hier eben auch Dali, der auch fremden Leuten Frikadellen ans Ohr quakt. Der ist einfach, macht sie schon immer. Genau. Ist einfach ein sehr redseliges Kätzchen. Okay. Und dann ist es tatsächlich nicht schlimm. Dann darfst du auch gerne antworten. tu ich auch. Es gibt tatsächlich Katzen, die deutlich mehr sprechen mit uns, also miauen. Die auch irgendwie alles kommentieren. Also Dali ist so die Type, der latscht durchs Wohnzimmer und miaut und erklärt, ich gehe jetzt auf Toilette. Guck mal, ich bin in die Toilette reingehüpft. Oh, jetzt wühle ich. Guck euch mal. Guck mal, ich habe einen Pipi gemacht. Ich scherz zu. Ich bin jetzt wieder raus aus der Toilette. Ich komme jetzt aufs Sofa, okay? Also das kann wirklich sein, dass der so vor sich hin miaut und alles kommentiert. Er ruft auch mal seine Freundin, so, kommt mal in die Küche, hier ist frisches Futter, ganz toll. Und dann denkst du dir so, okay. Und wir haben halt einen Kater, der miaut gar nicht, das ist Esteban, ne? Also der hat wenig zu sprechen. Das hat er übrigens auch mal in der Tierkommunikation einer Kollegin von dir gesagt. Nee, hatte ich gebeten, ihn zu fragen, ob er sich bei uns wohlfühlt. Als er,
eben noch ein bisschen ein Aggressionsproblem hatte. Und? Er hat dann zu ihr gesagt, ich bin, wo ich hingehöre, ich verstehe die Frage nicht. Ja, typisch Antwort von dir. Aber das war so, ja, also genauso ist er drauf. Er hat nicht viel mitzuteilen. Das sind ganz kurze, prägnante Dinge. Ja, und genau, also Sarah, wenn du sagst, so ist es schon immer, ja, dann ruhig mit ihr, antworte ihr. Ja, ja genau, macht's nur eine, ja. Das ist so witzig. Also in der Tierkommunikation ist es auch so, dass die Antworten oder Botschaften der Tiere auch sehr knapp sein können oder auch, die hören nicht mehr auf. Ne? Ich gebe den Tieren immer den Raum, sich auszudrücken, so viel sie wollen, mit offenen Fragen. Und bei einigen gucke ich manchmal auf die Uhr, so dauert es noch lange. Also das ist total unterschiedlich, ganz witzig. Also wie gesagt, ich fand es damals auch, als sie sagte, also er sagt, er ist wo er hingehört und er versteht die Frage nicht und dann war er auch weg. Also dann war er auch weg. Und ich dachte mir nur so, ja, ich glaube, sie hat... Aber uninteressant. Ja, und eben, also genau so ist er. Er miaut nicht, er hat einfach... So ganz selten, dass er mal miaut. Das ist so, wenn wir mit seiner Tablette zu spät dran sind, weil er ist da sehr eigen. Der Herr möchte seine Tablette zweimal am Tag. Er hält die für ein Leckerchen. Okay. Wie praktisch. Ja, da bin ich auch sehr dankbar. Das glaube ich dir. Aber das ist tatsächlich das Einzige. Oder wenn er nachts um 4 feststellt, Futter ist doof. Oder ich kann den Boden vom Napf sehen. Ja? Boah, geht also, gar nicht. Wie wagst du es? Ja, genau. Mein Fehler, aber das sind so Dinge, das teilt er mit. Laut, prägnant und kurz. Ja. Ja. Also der würde nie in ein ausschweifendes Gespräch verfallen. Nie. Ja, okay. Das bringt mich zu einer Frage jetzt, weil... Du hast im Grunde genommen, ich habe das Gefühl, du machst auch gleichzeitig Tierkommunikation, wenn du das übersetzt, was deine Katzen so erzählen. Ich werde oft bei Google mit dem Begriff Katzenpsychologin oder Katzenpsychologie gefunden. Wirst du umgekehrt gefunden, wenn die Menschen nach einer Tierkommunikatorin oder eine Tierkommunikation suchen, mit diesem Begriff auch? Manchmal ja. Eben auch, weil ich teilweise bei Social Media, das habe ich mittlerweile aufgehört, um das so ein bisschen abzutrennen, ich habe teilweise mit dem Hashtag Übersetzung Katze Deutsch gepostet. Echt? Ja, ich fand es so gut. Und irgendwie habe ich festgestellt. Das ist ja total interessant, ja, klar. Das ist so clever. Ja. Weil, und was natürlich auch, es gibt einfach Kolleginnen, die verschiedene Dinge anbieten und die eben auch Katzenpsychologie und Tierkommunikation. Also als Kombination sozusagen. Genau, und von daher, also es gibt dann auch Suchanfragen, wo dann eben ganz viele Begriffe, ne? Verhaltensberatung, Tierpsychologie, Katzenpsychologie, Tierkommunikation und ja, die kommen dann auch manchmal auf mich. Ich bin ja dann immer froh, dass ich einfach so mittlerweile ein Netzwerk habe, sei es, dass ich wirklich sage, hier, Tierkommunikation bitte an Person X oder Y, genauso mit Tierheilpraxis. Also das ist auch... Das ist wertvoll. Ja, und es ist für viele nicht klar, dass das zwei ganz unterschiedliche Dinge sind. Und das ist dann eben auch, dass ich sage, nein, also ich weiß, dass es auch da die Kombination gibt, dass es einfach Tierheilpraktiker gibt, die auch Psychologen sind oder zum Beispiel die ATN bietet die Kombinationsausbildung mit klassischer Tierhomöopathie an, weil es natürlich auch eine schöne Kombi sein kann, wenn man das möchte. Mhm. Aber da ist es auch so, dass ich einfach sage, also da habe ich einfach so 3-4 Adressen, denen vertraue ich auch meine Bande an und die Leute schicke ich dann weiter.
oder auch Ernährungsberatung. Also ich, meine Hüter kriegen von mir sehr gerne an die Hand, dass ich ihnen so ein bisschen erkläre, wie man eine Zusammensetzung auf der Futterdose liest und entschlüsselt. Aber wenn es richtig um Ernährungsberatung geht oder um BARF-Beratung, da ist es auch so, dass ich sage, ist nicht mein Spezialgebiet, aber ich kann euch gerne anbieten, ein oder zwei oder drei Namen zu nennen, wo ich einfach weiß, dass eine Expertise dahinter steht. Ja, das ist ganz wichtig. Man kann nicht alles alleine machen. Also bei der Tierkommunikation habe ich das damals auch mit reingenommen. Also die Ernährungsberatung für Hunde und Katzen biete ich auch an, weil ich festgestellt habe, eine häufige Frage in der Tierkommunikation ist, was möchte er fressen, hat er Wünsche, was das Essen angeht oder mag er dies, mag er das, das neue Futter bekommt ihm nicht, was kann ich ihm geben? Und diese Fragen waren wirklich sehr, sehr präsent und dann habe ich gedacht, okay, ich lasse mich auch ausbilden und dann kann ich das gleichzeitig auch mit beantworten und das ist einfach nur praktisch, ne? Wenn man solche Fragen beantworten kann, ja. Ja, ja. Deswegen, also Kombinationen sind immer gut, aber es hat immer Grenzen und das ist immer sehr, sehr wertvoll, wie man jemand empfehlen kann. Das sehe ich genauso wie du, ja. Ja, ja, ich habe eben irgendwann gesagt, ich möchte die Bachblütenausbildung dazu machen, ja, weil die sich für mich so ideal ergänzt, weil die eben auch auf der Seelenebene einfach hilft. Das war meine perfekte Ergänzung. Ja. Was aber nicht heißt, dass ich nicht überlegt habe, ob es in Richtung Ernährungsberatung oder ob es in Richtung klassische Homöopathie oder Tierheilpraktiker oder ob es der Bereich Mykotherapie. Also, es gibt so viele interessante Sachen und genau. Was auch nicht ist, kann immer noch was werden. Also das genau, ist, genau. Aber es war dann wirklich, dass ich gesagt habe, so, also ja. Ich irgendwie. Jetzt mal auf eine Seite, ich bin halt auch so ein Mensch, ich könnte mich halt ständig fortbilden und hätte immer... Ja, frag mich mal. Es war da wirklich so, ich sage so, okay, also jetzt leg dich mal bitte auf ein Thema fest, das du gerne machen möchtest. Und das waren dann tatsächlich, also um es wirklich auch im Kundenkontakt anzubieten, sind es bei mir die Bachblüten. Was halt eben nicht heißt, dass ich nicht doch irgendwie so für mich privat ganz viel zum Thema Mykotherapie und klassische Homöopathie mache, aber das ist dann immer, wo ich also, das ist dann die Privatperson, Katrin. Ja. Ja, natürlich. Du hattest für mich vor einiger Zeit einen wunderschönen Artikel zu den Bachblüten, richtig für Anfänger, für Menschen, also für Tiere. Aber der Artikel war so gut verständlich, so gut geschrieben. Ich kann den verlinken in die Kommentare nachher, damit ihr das auch lesen könnt, was Katrin da so Schönes über Bachblüten geschrieben hat. Das war ganz toll. Und der wird nach wie vor sehr, sehr gerne gelesen und ich teile ihn immer wieder auf Facebook und in die sozialen Medien. Ich habe den sogar vertont, dass man es sich anhören kann auf YouTube. Einige mögen nicht so gerne lesen, dann haben sie die Möglichkeit, sich das anzuhören. Ja, genau. Ja. Das ist toll. Genau, jetzt hat die... Ich habe nämlich immer mit einem Auge, ich bin nicht unhöflich, weil ich... Oh nein, immer auf eure Fragen genau, wir haben nicht ausgemacht, ich gucke am Handy. Ja, klar. Die Annette hatte nochmal gefragt, ob generell Babykatzen netter behandelt werden. Eher nein. Also es gibt es durchaus, dass erwachsene Katzen... so betüddeln und wirklich Kitten total niedlich finden. Aber es gibt, anders wie bei Hunden, nicht den sogenannten Welpenschutz. Ah, das ist bei Hunden auch nicht. Das ist auch ein Druckschluss. Ah, okay. Weil ich sage immer so, nein, es ist nicht wie bei Hunden. Ja, du kennst die Geschichte mit den Löwen, dass der neue Löwe, die Baby ist vorgegangen. Den ersten Wurf wegbeißt. Genau, ja. Ja, genau, ja. Also es ist, wie gesagt, es gibt es wirklich, also ich habe das auch schon erlebt, dass auch eine sehr alte Katzendame
nochmal unglaublich aufgeblüht ist mit zwei Kitten, die also wirklich die mehr oder weniger bemuttert hat. Das ist aber nicht die Regel. Und wenn man überlegt zu vergesellschaften, dann eher, dass man guckt, ein ähnliches Alter und vom Charakter her passend. Also man tut sich wirklich in aller Regel keinen Gefallen, wenn man denkt, auch ich finde ein Kitten total niedlich, das muss doch meine Katze auch total finden. Genau, und die Silke hat geschrieben, die Silke hat ein echt übles Problem, die hat nämlich einen markierenden Kater. Das Markieren von Katzen ist laut einer befreundeten Tierärztin der häufigste Grund, weshalb Menschen Katzen weggeben oder aussetzen. Also das ist... Also tatsächlich ist ja auch bei den Anfragen an uns Verhaltenstherapeuten. Das Top 1. Ja, das glaube ich. Unsauberkeit oder Markieren, wobei das also auch ganz oft simultan verwendet wird. Ja. Und es ist, also machen wir uns nichts vor, es ist ultra unangenehm. Das hast du sehr schön ausgedrückt. Das ist unerträglich. Genau. Bei der Unsauberkeit ist es dann oft tatsächlich auch so, dass die Katze einfach missverstanden wird. Also man muss einfach dazu sagen, dass Katzen auch zum Beispiel bei körperlichem Schmerz oft mit Unsauberkeit reagieren. Also manchmal werden dann Katzen vorgestellt beim Tierarzt, die sind seit 1 oder 2 Jahren unsauber. Und es stellt sich raus, die haben riesige Harnsteine und die haben einfach unglaubliche Schmerzen. Oder die haben Arthrose, die haben richtig, richtig Gelenkschmerzen. Und die machen einfach über die Unsauberkeit darauf aufmerksam. Ja, weil du das sonst nicht siehst. Das ist das Problem bei Katzen, wenn sie Schmerzen haben. Sie verstecken das so gut, aber machen das auf andere Wege bemerkbar. Also das ist richtig schlimm. Also bei mir war das meine Palmen, die dran glauben mussten damals, das ganze Haus, der Duft. Und irgendwann habe ich sie erwischt, auf frischer ertappt sozusagen. Und dann habe ich gewusst, woher der neue Duft kam. Die Geschichte habe ich auf meiner Über-mich-Seite, auf meiner Internetseite geschrieben. So bin ich zur Tierkommunikation gekommen, zum Beispiel. Ne? Aber das ist wirklich schlimm, ist das. Und bei mir waren es nur die Pflanzen, aber es gibt Betten, es gibt Sofas, wo man das nicht in die Waschmaschine stecken kann, zum Beispiel. Also. Genau, ja, und sie schreibt, und tatsächlich auch das passiert eben, sie wird markiert. Also es ist tatsächlich das große Problem, weil es schon eine ganze Zeit so läuft, es kann sein, dass es ritualisiert ist und das ist oft schwierig, da nochmal einen Weg zu finden. Was ganz interessant wäre, für mich ganz interessant wäre, wie du die Stellen, an denen markiert wird, bisher behandelst. Weil das kann manchmal Entlastung bringen. Und generell ist zum Thema Markieren zu sagen, Markieren ist immer so ein Abbauen von Emotionen und innerer Spannung. Und das muss nicht unbedingt negative Emotionen sein. Also ich habe hier einen Markierer, den Esteban, der sehr freundlich ist. Er markiert immer nur in die Toilette. Ein wahnsinnig freundlicher Kater. Das ist nett. Und der markiert, wenn er sich freut. Also wenn wir hier zum Beispiel Möbel aufbauen, der ist unheimlich freudig dabei, der untersucht jedes Schräubchen, ja, guckt mit dem Papa ins Bohrloch so ungefähr und das freut ihn aber so sehr, dass er irgendwann diese Spannung abbauen muss und dann geht er in seine Toilette und markiert. Also markieren hat immer was mit Spannung abbauen zu tun, von daher wäre es wie gesagt auf der einen Seite, Silke, nochmal interessant, wie du die Stellen, die markiert werden, bisher behandelst.
Und einfach nochmal hinzuschauen, was sind so die Auslöser und könnte man da eventuell gucken, dass man ihn ein bisschen entlastet. Genau. Die Elke hat gefragt, ob ich Katzen kenne, die am Schrank runterrutschen. Ich kann mir das bildlich vorstellen, Ich was auch, du ich habe gerade meinst. Kopfkino. Und ich kann mir auch wunderbar vorstellen, dass du dich dabei nicht gut fühlst, würde ich auch nicht. Ich bin aber auch bekennende Helikoptermami. Also wenn du da ein ungutes Gefühl hast, dann finde ich immer gut, wenn man eine Lösung dafür sucht. Wenn es nicht möglich ist, dass du das oben abschließt, vielleicht wäre es aber möglich, dass du an quasi der Rückwand ein Vierkantholz mit Sisal befestigst, dass sie da quasi eher kontrolliert absteigen können. Das würde mich beruhigen, wenn es meine Ja. Katzen wären. Also entweder wirklich oben den Zugang blockieren oder da ein bisschen einen sicheren Abgang gestalten mit ja eben so Vierkantholz, Sisal, sowas in die Richtung. Ja, das ist eine super Idee. Annette. Genau, Annette sagt nochmal, da, herzlich gerne, wirklich herzlich gerne. Genau, und eine kleinschrittige Vergesellschaftung wirklich mit Gittertür, wobei ich auch tatsächlich gerade, wenn der Kater so selbstbewusst ist und so krawallig, gar nicht sofort mit Gittertür arbeiten würde. Also ich würde, wenn ihr euch entscheidet, eine neue Katze mit dazu zu setzen, so ganz kleinschrittig, ganz klassisch wäre, dass die neue Katze einen Raum zugeteilt bekommt, dass du dort gerne reichlich Decken, Kissen, also irgendwas Polstriges verteilst und dann nach den ersten 24 Stunden zwei, drei dieser Polstersachen rausnimmst, im Revier eurer vorhandenen Katzen verteilst und von den vorhandenen Katzen wiederum Kuscheldecken zu der neuen Katze und das dann schon mal so zwei, drei Tage durchexerzierst, damit sich die Gerüche vermischen, damit du quasi einen Gruppengeruch schon mal herstellst. Nicht schlecht, also über die Nase arbeiten sozusagen. Genau. Und dann so nach drei, vier Tagen würde ich dann tatsächlich eine Gittertür installieren und würde das, was du eben gesagt hast, ne, so Kekse, Brot und Spiele, das dann erstmal an der Gittertür. Und ich sage immer, eine Gittertür abbauen und die Katzen zusammenlassen, weil die sich spontan verliebt haben. Das ist immer ganz schnell gemacht. Zwei Katzen, die sich sehen und sich an die Gurgel gehen, zu trennen, das ist nicht so schnell gemacht, ne? Also ich würde wirklich dann mit der Gittertür, und wenn ich dann merke, beide Seiten, sowohl der Neuankömmling als auch die vorhandenen Katzen, die sind total freundlich miteinander, die sind total interessiert aneinander. Dann kann man auch die Gittertür aufmachen und dann kann man auch gucken, wie funktionieren sie gemeinsam. Und der Ansatz mit Keksen, der ist super. Also bei uns war auch immer, kam jemand Neues, dann gab es Kekse im Überfluss, weil wie cool ist bitte der Neue, wenn der irgendwie hier Wenn er Kekse kommt. mitbringt. Ja. Zum Anstand. Er hat eine schwere Blasenentzündung gehabt, genau. Also es kann tatsächlich, Silke, es kann sein, dass die Blasenentzündung der Grundauslöser war und dass sich das Verhalten jetzt wirklich ritualisiert hat. Zur Gewohnheit wurde Im oder Markieren, genau. Vom Putzen her super mit dem. Das, ja, genau, das ist super.
Ja, markiert immer wieder. Ja, also du kannst dich gerne, wie ich es am Anfang gesagt habe, über meine Homepage für einen unverbindlichen Call registrieren. Und dann können wir gerne gemeinsam nochmal schauen, was mir einfällt und in welche Richtung es gehen kann. Aber es ist tatsächlich so, dieses Markieren kann sich zu einem ritualisierten Verhalten auswachsen und das ist dann wirklich immer schwierig, wieder ja, quasi diese Spirale zu durchbrechen. Genau. Es tut mir leid, dass ich da jetzt keinen tollen Zauberspruch habe, mit dem man das Problem direkt lösen können. Ein Zauberstab, ich glaube, das wünschte sich jeder in solchen Situationen. Total, Ja, total. das wäre eine gute Sache. Ja, also wie gesagt, gerade beim Markieren. Ja, aber wie gesagt, also wenn du möchtest, trag dich gerne ein und dann lernen wir uns nochmal eins zu eins kennen. Und dann können wir auch gerne nochmal schauen. Ja, das ist ein tolles Angebot. Und Silke, du solltest das nicht unprobiert lassen, denke ich mal, dass man alles versucht, was möglich ist. Du hast Total schon. gerne, Silke, total gerne. Ja. Ja. Gut. Jetzt schaue ich nochmal, ob ich noch was übersehen habe, aber ich glaube fast Wir nicht. haben alle Fragen erwischt, würde ich fast sagen. Ja. Schaue ich nochmal, ob ich noch. Ja. Ja, sehr schön. Ja, dann werden wir jetzt mal Schluss machen. Ich bedanke mich bei dir ganz, ganz herzlich, liebe Katrin. Total Das gerne. war super interessant. Und wir verlinken euch die Internetseite von Katrin in die Kommentare nachher für diejenigen von euch, die doch einen Termin bei ihr buchen möchten. Das kann ich euch nur ans Herz legen. Nutzt das Angebot an. Ihr habt nichts zu verlieren, oder? Es kann nur besser werden. Es kann nur besser werden, genau. Ich lade euch auch total gerne ein, auch in meine Facebook-Gruppe zu kommen, die offene Verstehe deine Katze Community. Da läuft in der letzten Aprilwoche kostenlos in der Gruppe ein Minikurs zum Thema Bindung zwischen Hüter und Katze. Klasse. Wenn ihr da Lust drauf habt, wie gesagt, kommt gerne in die Gruppe. Wenn es für die Stefanie okay ist, verlinke ich euch die Gruppe auch. Ja, selbstverständlich. Genau. Ich bin Und für alles, was für die Tiere gut ist. Das muss nicht nur meine Gruppe sein oder was auch immer. Ich bin da sehr offen. Und deswegen habe ich dich eingeladen. Ich finde die Katzenpsychologie oder Verhaltenspsychologie unheimlich interessant. Gerade bei Katzen, diese Probleme sind so, so schlimm. Ich war selber davon betroffen und deswegen, also ich bin für alles offen und mach das. Nehmt das Angebot an, geht in die Gruppe von Katrin und nehmt das Angebot an mit diesem Gespräch. Und ja, ich wünsche euch von ganzem Herzen, dass es euch mit euren Tieren, mit euren Katzen gut geht. Und wenn ihr Fragen habt noch, dann könnt ihr sie nachträglich unter die Kommentare stellen. Wir beantworten sie noch schriftlich in die Kommentare. Und ich werde Katrin Bescheid geben, dass da was für sie ist an Fragen. super. Und ja, Katrin, vielen, vielen Dank für Ja, ich dieses bedanke mich bei dir. wunderschöne Gespräch, die vielen, vielen Tipps und die sehr, ich sag mal, lustigen Beispiele aus der Praxis. Immer ganz, ganz klasse. Vielen, vielen Dank. Und tatsächlich, also ich finde es so schön, dass du sagst lustig. Tatsächlich.
ist es das. Das war ganz oft, auch wenn die Probleme oft am Anfang so groß sind und die Belastung am Anfang so schwer wiegt, dass man irgendwann in so eine Leichtigkeit reinkommen und dass man irgendwann auch wieder zum Lachen hinfinden. Ja, das ist wichtig. Und das ist so für mich tatsächlich das Tollste an meiner Beratung, wenn ich dann so E-Mails kriege, die so in voller Liebe geschrieben sind und wo der Hüter wieder lachen kann über das Verhalten seiner Katze und nicht mehr am Rande seiner Belastungsfähigkeit ist. Oh, großartig. Ja, das glaube ich. Da kann man fast sagen, wie doch eine Katze gerettet, ne? Ja, eine Mensch-Katze-Beziehung gerettet. Er auch dazu, natürlich. Das ist ganz, ganz wichtig. Alles klar, ihr Lieben, Gucken. vielen Dank für eure Fragen. Genau. Und wir melden uns bei euch. Und wenn ihr Fragen habt, zögert nicht, schreibt in die Kommentare. Und wir beantworten die Fragen. Katrin, ein ganz, ganz liebes Dankeschön. Sehr gerne. Und bis ganz, ganz bald. Ja. Tschüss. Tschüss.